Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Heute mal aus einer anderen Position heraus. Ich habe halt festgestellt, ich habe nicht mehr viel Datenvolumen. Das heißt, ich muss aus dem Gedanken am Morgen jetzt mal einen Gedanken am Mittwoch machen. Und das dann im Laufe des Nachmittags hochladen von zu Hause aus. Ja. Was habe ich heute Morgen zu berichten? Das Erste, was mir morgen so eingefallen ist, wir hatten ja schon mal öfters darüber gesprochen, dass wir ja momentan sehr eingeschränkt sind mit Sachen aus der schönen Türkei zu bringen. Aber es kommt ja jetzt bald. Und es ist mir so eingefallen, der Kanalnamen Das Leben Living Alanya könnte man ja dann in dem Zuge, wenn man dann halt mal nicht so viel hat, dann sage ich einfach, ja, hier ist das Leben gelegentlich Living Alanya. Schöne Grüße von hier aus auch an Togut. Das ist mir morgen so eingefallen, ja, es ist ja wirklich, beschreibt das ja eigentlich dann eigentlich noch besser, aber war jetzt so Scherz beiseite. Ja, ansonsten, gestern war Fußball, ja, magere Kost, sage ich mal so, mehr sage ich dazu nicht, mal gucken, vielleicht war das auch wieder ein ganz kurzes Sommermärchen, müssen wir mal abwarten. Ja, was haben wir noch? Was mir jetzt so momentan einfällt, ich habe gestern nochmal einen Livestream gesehen, aber im Nachhinein, den habe ich also nicht direkt live sehen können, im Nachschauen praktisch, von dem lieben Murat aus Side, aus Kumkö. Das war so wirklich so ein Video, Leben hautnah. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war ganz toll und sehr interessant. Das hat er versucht, das war auch wohl ein Test. Er hat dann versucht, gleichzeitig auf Facebook, weil er ist ja auch auf Facebook live zu gehen und gleichzeitig parallel wird das dann auf YouTube auch übertragen. Da waren wohl nachher so ein bisschen technische Probleme. Man konnte den Chat nicht so gut lesen vom Facebook. Ich denke mal, deswegen hat er das auch bei YouTube wieder rausgenommen, aber bei Facebook ist es noch drin. Da heißt der Kanal, der Kanalname ist wohl etwas länger. Der heißt, auf Facebook heißt das Antalya Side M. Basaran Produktion, heißt der Kanal. Und auch wie gesagt, wenn man Sida Alanya, Freunde der Sonne eingibt, dann findet man das auch bei Facebook. Aber das war wirklich ein schönes Video. Er ist dann auf einem Markt außerhalb von, also ein Nachbar auch von Kumkö ist er gewesen. Der natürlich auch nicht so, sag ich mal, touristisch frequentiert ist. Also so ein richtiger, schöner, sag ich mal, Dorfmarkt. Und das war schon recht interessant. Da ist er dann bei so einer älteren Dame am Stand gewesen. Er wollte dann ein paar Kräuter wollte haben und sie hat ihm dann die Tüte vollgepackt und hier noch was von und da noch was von und noch ein bisschen Knoblauch. Und das war schon süß, war das. Und dann ist er nachher noch zu seinem Vater gefahren und dann hat er da noch so ein bisschen den Garten gezeigt, was Vater alles angepflanzt hat und so. Also wirklich schön, also wirklich Türkei hautnah. War schon toll. Ja. Ja, und dann war ja gestern noch, hatte ich auch nicht so richtig mitgekriegt. Ich hatte das wohl mal irgendwann die Woche gehört. War ja der Fatih war auch live. Habe ich dann im Nachhinein noch mal kurz reingeschaut, am späten Abend. Ja, aber er soll da dranbleiben mit dem Live. Am Anfang hat jeder Lehrgeld zahlen müssen, haben wir ja auch gehabt, wo wir angefangen haben. Aber man wächst da rein und dann findet man immer mehr Sachen bei OBS, was man ausprobieren kann. Also, der macht das schon fein. Ja. Das wäre es jetzt erstmal kurz
Ich werde mich, wie gesagt, im Laufe des Tages immer zwischendurch mal, wenn mir was einfällt, mal melden. Dann schneide ich das zusammen und dann bringe ich das dann heute Nachmittag. Also bis später mal, ihr Lieben. Ja, da bin ich nochmal. Was mir noch so eingefallen ist, ich war ja vorhin über Videos dran von anderen Kanälen. Ich hatte gestern auch das neue Video von Senat von Welcome Alanya Goodbye Germany gesehen. Er war in Gazipaza mit Herbert vom Kanal Bodo in Alanya. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war echt ein toller Strand da. Also schön flach abfallend, vor Ort auch alles, was man so braucht, von Toiletten über Gastronomie. Schön breiter Strand und schöner tiefer Strand, dass man halt auch genug Platz hat. Also muss ich ganz ehrlich sagen, den hatte ich auch noch nicht auf dem Schirm. Also in Gazipaza haben wir uns auch noch nicht aufgehalten. Werden wir mit Sicherheit, wenn wir dann runter gehen, auch mal uns anschauen. Ja, es gibt schon schöne Ecken, die man entdecken kann. Ja, mal gucken, was wir so alles entdecken werden, wenn wir unten sind. Das ist ja auch ein bisschen zeitlich begrenzt. Man muss natürlich auch gucken, dass auch die Erholung nicht zu kurz kommt. Aber ich werde mich dann nicht stundenlang auf der Liege lehnen. Da habe ich keine Lust zu. Dann gucke ich mir lieber schöne Sachen an. Ja, ansonsten werde ich jetzt mal ein bisschen schaffen. Und dann werde ich noch mal ein paar Gedanken sammeln und euch später noch mal berichten. Also, bis später dann. Tschö. Ja, auch hier im Betrieb haben wir Natur. Hier haben wir ein kleines Kleinod. Ja. Ein kleiner Teich. Ist doch schön, oder? Sehr entspannend, dieses Plätschern. Ja, hallo ihr Lieben. Da bin ich nochmal. Ich hatte ja noch angedroht, dass ich mich nochmal melde. Ich wollte nochmal das Thema von vorhin aufgreifen mit Gazipaza. Da habe ich mal so gedacht, wäre vielleicht auch eine schöne Sache, das mal näher zu betrachten, wenn man in den nächsten 1 bis 2 Jahren auswandern möchte. Da wird sich bestimmt auch einiges tun, da in der Ecke. Das wird auch wachsen. Dann hat man ja noch den Flughafen, der dann wahrscheinlich auch irgendwie vergrößert wird. Weiß man nicht. Ich weiß ja jetzt nicht, inwieweit das da vom Staat her angedacht ist. Weil Gazipaza wird wachsen, dann von vorne Kagichak hoch, da geht das auch bis in die Berge rein. Das sind ja alles Einwohnerzahlen, die dann eventuell dafür Sorge tragen, dass dann wirklich, wie schon erwähnt, der Flughafen dann auch ausgebaut wird, dass man nicht jedes Mal nach Antalya fahren muss. Ja, und ansonsten lecker warm in der Kabine, 30 Grad, aber ich bin soweit durch, liegt nichts mehr an, gleich ist Feierabend, dann werde ich noch eben schnell zum Getränkemarkt noch was Wasser holen, ein bisschen Vorrat im Keller stellen, weil der ist nicht so groß, der Getränkemarkt, der ist mal schnell, bei so warmen Tagen ist er mal schnell an seine Grenze und ja, dann werde ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen auf den Balkon setzen. In den Schatten. Der ist nämlich jetzt schön im Schatten, weil wir 2 große Bäume vom Balkon stehen haben. Da verschwindet jetzt die Sonne hinter.
dann kann man es da auch aushalten, auch ohne Sonnenschirm. Ja, und dann schauen wir mal, was die nächsten Tage uns noch bringen. Mal noch mal so ein bisschen die Medien beobachten, ob da noch irgendwas passiert, sprich mit Tests auf der Rückreise. Ich denke mal, das wird mit Sicherheit auch angepasst, dass auch unten die Schnelltests bzw. Antigen-Schnelltests angeboten werden. So was ich bei Facebook gelesen habe, ist das ja noch nicht so, dass das überall angeboten wird, dass da immer noch meistens der PCR-Test gemacht wird. Muss mal gucken, weil das wäre ja für die Rückreise dann auch nochmal eine Erleichterung, wenn man dann nur den Antigen-Test machen kann. Vielleicht auch im Hotel, man muss mal sehen, wie weit da schon der Gedanke getragen ist. Ja, ansonsten euch auch noch einen angenehmen Nachmittag. Nutzt das schöne Wetter aus. Vielleicht auf der heimischen Terrasse, Balkon, oder geht vielleicht noch irgendwo was im Biergarten trinken. Nochmal ein bisschen an die frische Luft. Ja, und ich verabschiede mich und wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben.